Ja, Hallöchen, Kapuriki, 2263 Wettkampfpunkte. Wer meine Videos schaut, hier im Hintergrund steht es schon. Das sind die 100% IV mit Wetterboost. Ich habe es live hier vor mir und muss das jetzt natürlich noch fangen. Ich hoffe, das bleibt drin. Sehr genial. Ich konnte es gerade echt nicht fassen und musste nochmal nachsehen. Na, ob ich denn getäuscht werde von meiner Erinnerung. So, jetzt Achtung. Immer schön den Ball einstellen und dann auf die Attacke warten. Man möchte natürlich nicht, dass ein Hunderter abhaut und flüchtet. Deshalb merkt man sich die Zahlen. Zwei muss man wissen, einmal ohne Wetterboost, einmal mit Wetterboost. Und wenn man dann die Zahl hat oder relativ so, Achtung, knapp dran, dann macht man hier aber ordentliche Konzentration. Der Ball wackelt nicht ein einziges Mal, nur noch 16 Bälle. Das ist die Pokédex-Nummer von Taubsi, das bringt mir jetzt besonderes Glück. Deshalb bitte nicht pöbeln in der letzten Reihe. Aufhören zu quatschen. Ich muss mich konzentrieren. Kapuriki ist zwar jetzt nicht so na ultra meta-relevant, aber ein Hunderter ist ein Hunderter, wie einst Goethe schon sagte. Und das nimmt man definitiv mit. Ich will es eigentlich gar nicht so spannend machen. Okay, wenn es links fliegt, da versuche ich es erst gar nicht. So, ich drehe den Ball immer nach rechts. Mitte kann ich, auf der rechten Seite kann ich. Aber auf der linken, das ist mir zu riskant. Das mache ich nur, wenn ich sowieso weiß, okay, das ist ein schlechtes und ich in Zeitstressdruck bin, nicht so viel Zeit habe. Okay, komm wieder in die Mitte rüber zu mir. Das hat mich jetzt gerade schon überrascht. Hab nicht damit gerechnet. Nur nebenbei eine Einladung bekommen. So. Bisher alle einfach fabelhaft. Mit goldener Himbeere. Ich habe alle Medaillen auf Platin. Die Fangmedaillen. Mehr kann ich nicht machen. Mehr könnt ihr von mir nicht erwarten. Ey, wenn das ein Hunderter ist, das flüchtet. Dann bin ich aber traurig. Mir ist noch nie ein Hunderter legendäres geflüchtet. Zumindest von dem ich weiß oder wusste. Und ich sehe mir die WP eigentlich immer davor an. Das soll definitiv nicht das erste werden. Ey, Kapuriki, beruhig dich jetzt mal, okay? So viele Bälle, alle wirklich schön getroffen. Die goldene Himbeere in deiner Farbe. So, ja, links ist schön und gut. Davon habe ich aber nicht viel. Seid ihr noch immer da? Schaut ihr noch zu? Oder skippt ihr hier schon weiter nach vorne, um zu sehen, ob ich hier treffe oder nicht. Im Grunde, wenn man mal den Dreh raus hat, no pun intended, ey, dann kann man das ganz gut treffen. Da gibt es weitaus nervigere Pokémon. Lavados finde ich immer ganz nervig mit der Attackenanimation. So, wir erhalten die Serie noch aufrecht. Da könnte ich jetzt schon langsam eine Feldforschung abschließen. Lande 10 fabelhafte Würfe hintereinander und da ist es drin geblieben. Endlich! Jawoll! Das hätte mich jetzt wirklich geärgert. Muss ich ehrlich zugeben. Hunderter Kapuriki in der Tasche. Und dabei habe ich, also ich habe schon viele geradet, jedoch noch gar nicht so viele. Und Spark, was sagst du? Wunderbar! Sehr schön. Ja, hey, perfekt. Jetzt sammle ich noch genügend Bonbons, werde das irgendwann pushen. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht beim nächsten Mal weiter. Der Schilling, Alter. Und passend dazu sehen wir uns jetzt noch alle meine Hunderter an, die ich bisher im Raid bekommen habe. Aber davor noch, hier, das neue Gladio-Outfit. Ohrringe gibt's auch, Schuhe, Hose, Hoodie, alles bekommen. Jetzt hier Rang 20 beim Go Battle Day erreicht in Pokémon Go. Ich habe eingegeben, legendär, mysteriös und 4 Sterne und nach Funddatum sortiert. Und da fange ich an. 2018 habe ich ein Raikou erhalten. So, das ist es hier. Leider hat Niantic früher noch nicht immer ganz genau dokumentiert, wo, wie, was, wann man das gefangen hat. Das war aber auf jeden Fall in einem, Achtung, Feldforschungsdurchbruch. Und alle so, was? Wir haben jetzt gerade Vulpix da drin. Da waren mal solche genialen Pokémon drin. Ja, waren sie. Und dann habe ich auch relativ lange keines bekommen, doch bei Palkia endlich so richtig zugeschlagen. Und das dürfte sogar in San Francisco. Ganz genau. Wow, Schilling, der Spoofer. Nein, 2019 war ein geniales Jahr. Viel gereist. Viel gereist und das Ding auch viel geradet. Und dann bekomme ich sogar am Valentinstag
noch ein zweites, aber bei uns zu Hause in Wien. 200% Palkia. Hätte ich eigentlich ein bisschen mehr raiden müssen sollen für die XL-Bonbons. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Dann leider das Ding, da habe ich so richtig zugeschlagen. Also, das heißt auch 100 plus Raids, da habe ich an einem Wochenende, wo das zurückgekehrt ist, sehr viel geradet. Na und dann jetzt auch für die XL Bonbons, direkt auf Level 50 gepusht, bekommt mal eine Mega-Entwicklung, ultra heftig. Typ Drache schwach gegen Eis, Typ Flug schwach gegen Eis, also zündet man mit Eis richtig rein. Ein 100er Latias, ich muss echt sagen, und das erkennt man auch anhand meiner Bonbons, das habe ich nicht viel geradet. Da wollte ich dann einmal das Shiny haben und gut ist. Doch das Glück wollte es so. Und ich habe hiervon ein 100er bekommen. Habe ich leider noch nie wirklich verwendet. Das ist einfach zu defensiv. Braucht man nicht im Raid. Ist ultra schlecht in der Meisterliga. Kann man nichts machen. 100er ist 100er. Ein Ho-Oh ist hier am Start. Und Achtung, welcher Ball wurde hierfür verwendet? Ein Pokéball. Ach, das waren noch Zeiten. Das war in irgendeiner Forschung drin und das war ein 100er. Dafür habe ich dann auch eine Top-TM ausgegeben, denn Erdbeben ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine Event-Attacke, die man anders nicht erhalten kann. Sehr stark in der Meisterliga. Und jetzt auch mit dem Crypto Apex oder eben Läuterfeuer Plus. Plus ist es im Raid sehr stark. Und weil ich natürlich Team Instinct bin, wollte mir das Spiel nochmal ein Raikou geben. Gesagt, getan. Hier habe ich es bekommen. Da war irgendwann mal Raikou Raid Day oder so. Das waren auch Events, die waren auch schick. Die waren sehr schön. Irgendwie, ich bekomme auch relativ häufig die unsinnigen und unnötigen. 154 Kobalium Bonbons. Okay, ich habe hier schon gepusht und zweite Ladeattacke. Jedoch, das kann leider nicht viel. Wir haben es für die Sammlung. Auch bester Kumpel, die Schleife hier an der Seite platziert. Habe ich jedoch leider noch nie so wirklich verwendet. Das war auch mal in einer Raidstunde, habe ich das gefangen. Ah, 2019, das waren noch Zeiten, als die Raidstunden in Person noch aktiv und heiß begehrt waren. Und hier, was ist denn da passiert? 2020, da wurden sogar Fernraids eingeführt. Ich habe einfach nichts bekommen. Okay, da waren noch ein paar Dinge wie Kyurem und so, was jetzt nicht so krass heiß begehrt war, wo ich auch nicht so viel geradet habe, aber einfach ein Jahr lang dann kein Shiny erhalten. Und als Mewtwo zurückgekehrt ist, habe ich nochmal so richtig zugeschlagen. Ich wollte unbedingt ein 100er Mewtwo haben, weil das eben so sinnvoll, toll, wertvoll, brauchbar ist. Jo, 20.02., da war es dann soweit. Und Voltolos, da hatte ich auch Glück. Wollte ich unbedingt haben. Top-Elektro-Angreifer verwende ich auch manchmal gegen Team Go Rocket mit den Voltwechseln. Sind da die Wasser-Pokémon sehr schnell erledigt. Und leider fehlt mir ein einziges Power-Up. Da habe ich ein paar zu wenig dann geradet für die XL-Bonbons. So, Demeteros in der Tiergeist-Form. Auch sehr brauchbar in der Meisterliga. Und im Raid für Boden, da muss man dann immer TMs verwenden. Und die Bodenattacke, ich glaube Erdbeben oder Erdkräfte, beibringen. So, müsste Erdbeben sein. Die andere Form hat Erdkräfte, aber nehmt mich nicht beim Wort. Yveltal, da fehlt mir ebenfalls ein Power-Up oder würde mir fehlen, um es auf Level 50 zu bringen. Hier bin ich mir aber unsicher, denn in der Meisterliga ist das auch gut und für die Klassische darf man keine XL verwenden. Und einmal gepusht, da geht das nicht mehr zurück, aber das ist ein sehr guter Raid-Angreifer. Vor allem gegen die ganzen Geister, die dann wenig Schaden gegen ein Unlicht-Pokémon machen. Und was haben wir noch? Ein weiteres Mewtwo. Ich glaube, hier sind dann die XL-Bonbons erschienen, oder? Beziehungsweise die Änderung, dass man drei garantiert bekommen hat. Deshalb habe ich hier nochmal genügend geradet, dass ich eines auf Level 50 bringen kann. Und das Spiel wollte dann plötzlich, hey, du hast ein Jahr keines bekommen. Dafür in diesem Jahr dann die doppelte Menge gefühlt. Auch sehr fein. Ein Lugia. Da hatte ich bisher immer ein 98er und auch schon gepusht. Und dann war es soweit. Ein 100er wollte mir hier vor den Primärball springen. Auch sehr fein. Da war ich wirklich nervös beim Fangen, weil Lugia, selbst mit Fangtrick, ist nicht immer so 1000% easy. Darkrai, das ist ein besonderes, wie ich finde, denn das ist mysteriös. Kann man folglich nicht tauschen, nicht durch einen Glückstausch oder so erhalten. Na und von daher
geht das definitiv in Ordnung. Da habe ich aber auch echt viel geratet, wie man anhand der XL-Bonbons erkennen kann. Denn ich habe schon, das ist auf Level 50 und ich habe noch immer 110 auf der hohen Kante. Das hat sogar die Event-Attacke Matschbombe und ja, die braucht man aber nicht unbedingt. Zekrom ist hier am Start. Zekrom ist hier auch am Start. Zwei Stück habe ich davon. Konnte ich mein Glück auch nicht fassen. Beim ersten wusste ich es da gar nicht. Das war am ersten Tag, glaube ich, als es erschienen ist. Und ich hatte die WP noch gar nicht im Kopf. Ja, zum Glück habe ich es gefangen. Zum Glück habe ich mich da bemüht. Und das schon komplett auf XL gepusht, verwende ich häufig. Geht für Drache und auch für Elektro als Angreifer. Und nun müssten wir schon durch sein. Und wir haben hier mein Kapuriki in diesem Video gefangen. Da werde ich jetzt noch genügend raiden, dass ich das auf Level 50 potenziell bringen könnte. Ist ja noch ein paar Tage, ich glaube bis zum 15. März oder so. Na gut, und jetzt schließen wir das. 18 und kein 100er durch einen Glückstausch. Was ich auch krass finde. Ich meine, ich habe auch sehr viele Meltern, mache ich manchmal. Oder sowas wie Kapuno oder Kaumalat damals. Das sind eben keine legendären. Doch noch kein einziges legendäres über einen Glückstausch erhalten. So, zwei muss man übrigens abziehen dann noch, weil ich die in der begrenzten Forschung da irgendwo und in dem Feldforschungsdurchbruch gefangen habe. Dann wären es 16. Und 16 bei 3400 legendären Raids geht so circa ganz gut in Ordnung, wie ich finde. Jo, für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.